Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hallöchen, Jasmin ist auch dabei. Letzte Folge vor dem Blutmond. Klingenfalle können wir nicht bauen, wir müssen improvisieren. Soll uns aber nicht aufhalten. Wir packen das trotzdem, oder Jasmin? Aber analogen. Mit unserem Konstrukt. Ich stelle mir das so vor. Kennst du dieses Affenspiel, wo du so Stangen rausziehst und dann fallen die runter und bei wen alle runterfallen? Ja, ja. Irgendwie sieht das mit dem Mikado-Stäbchen in unserer Grube genauso aus. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn die da runterfallen. Vor allem, wie sie das anhört. Ich glaube, das wird lustig. Meinst du? Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben bis jetzt jeden... Gut, wir hatten ja noch nicht so viele Blutmonde, aber wir haben bis jetzt jeden Blutmond geschafft. Der fünfte kommt jetzt. Sterben tun wir komischerweise immer nur beim Bluten. Wieso wird denn das jetzt neblisch? Das heißt, sollten wir mal in eine ernsthafte Zombie-Apokalypse geraten? Durch einen dummen Zufall, weil die Politik wieder irgendwas beschlossen hat? Müssen wir uns einschließen. Ohne Worte. No Kommentar. Reg ich mich nur wieder auf. Das verstehe ich nicht. Soll ich dir das erklären? Nein, lieber nicht. Verstehst du sehr wohl, ne? Dann regst du dich nur auf. Ja. Kann man ja auch nur, ey. Ach, abwarten und Tee trinken, ne? Bier. Hilft nur Bier. Ökologischen Tee aus Eigenanbau. Ja. Bier. Ich baue selber Bier an. Ja, ich gehe ja auch mal. Ich stehe ja immer morgens um 4 auf und gehe erstmal zu meiner Kaffeeplantage Bohnen pflücken, damit ich mir frisch gemahlenen Kaffee machen kann. Ne? Ja. Standard. Oh, ich habe ein Glas Honig. Oh, ich habe gefuscht. Wo ist mein Hammer? Habe ich hier hinter auch gefuscht? Nö, ach, was weiß ich. Jo, wenn wir jetzt da bräuchte ich denn eine Hilfe, um hochzukommen. Das hier vorsichtshalber wegnehmen? Ich nehme das mal weg. Ich glaube, ich nehme das Glas Honig. Wie viel Infektion hast du? 60, aber ist egal, dann reduziere ich das vielleicht ein bisschen erstmal. Dass du zumindest den Blutmond überstehst? Ja, vielleicht finde ich ja gleich noch irgendwie ein bisschen Honig hier. Wenn du richtig Glück hast, überstehst du den Blutmond und irgend so ein Zombie war früher mal Apotheker und lässt seine Arbeitstasche fallen. Dann kriegst du Antibiotika oder Viagra. Ich brauche mal Rahmenformen. Nee, da habe ich mich aber vertan hier. Rahmenformen. Da haben wir sie doch. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Das ist ja... So. Da wollen wir wegnehmen. Ich komme auf Klo, ja? Ich komme gleich wieder. Nein. Doch. Nein. Aus Pipi. Du hast von der Gewerkschaft fest zugelegte Pausen beim Zocken. Sie ist schon weg. Das werde ich den Arbeitgeberverband melden. So. So, die da drunter, die lassen wir... Vorsichtshalber, komme ich da noch ran? Oh. Na gut, das muss von innen. Da. Ah, das ist ja die. Das ist ja die Zwischendecke. Da komme ich ja von hier jetzt gar nicht mehr ran, ne?
Gott. Halt die Kuh. Ich bin runtergefallen, Jasmin. Ja, das hat er jetzt nicht viel gebracht mit dem Honig, ey. Wieso? Aber, na gut, ach, das geht noch runter. Ja, das dauert ein bisschen. Ich kann sagen, hey, das ist ja fast gar nicht runtergegangen. Ja. Wäre halt schön, wenn ich noch einen Honig finden würde. Nein? Ja. Du. Mach ich denn das mit der Außenecke? Da komme ich ja gar nicht hin, ne? Nee, ne? Da kommst du gar nicht hin, ne? Nee. 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 Um Gottes Willen, Jasmin. was machen wir denn da? Stottern wir zusammengeschrieben. Was? Wasser ist nass. Kultibilglas. Hä? So ziemlich das Einzige, was ich kann. Weiß. Oh nö. Oh, die Quarktasche ist wieder aktiv. Schreit die? Sunny? Ach so. Ja, nee, die ist aufgewacht. Kleinen Moment. Ich dachte, der Zombie. Nee. Schlimmer, die Katze. Oh, wunderbar. Nächste Problem gelöst. Wunderbärchen. Wunderbärchen. So, wenn wir uns jetzt auf hier konzentrieren, die müssen da durch. Wir haben da hinten den, für die, die durchstoßen. Wir haben das hier. Jasmin, ich mache halsbrecherische Abenteuer. Ja? Ja. Kann sein, dass ich tot bin und nie wieder an meine Sachen komme. Das hört sich nicht gut an. Ja. So. Jetzt hast du Sunny im Flur gelassen, oder was? Ja, die wollte im Flur. Mhm, sehr schön. Steht sie vor dir an deiner Tür, oder was? Ich hab gerade gehört. Nee, die stand vor der Flurtür und hat so... Lass mich da rein. Vielleicht musst du die mal. Möglich. Ich hoffe, die hat da nicht schon wieder irgendwo hingemacht. Dann machst du das weg. Hä? Nein, die stand doch vor der Tür und hat miaut. Ja, ja. Ja. Egal. Sei doch mal nicht so, Jasmin. Doch. Jedes Mal muss ich die Scheiße wieder. Ja. Ich kann den nicht reparieren. Warum nicht? Doch. Aha. So. Wir müssten hier vielleicht schon mal eine richtige Mauer machen, ne? Wir konzentrieren uns irgendwie nur auf die eine Seite der Basis, gar nicht auf die andere. Du, ich nicht. Ich bin gar nicht da. Wo? Was machst du? Ich gehe hier durch die Gegend und gucke durch die Häuser.
Oh, ich will auch durch die Häuser gucken. Ja, ich bin hier in der Nähe, muss herkommen. Oh, warte, ich muss essen. Ich habe das jetzt spontan entschieden, weil ich habe die ganze Munitionsscheiße jetzt mit. Oh nein. Aber ich habe einmal angefangen und dachte, na? Da zieht die Ole mich um die Häuser. Ich will auch was erleben. Hast du Zombies gesehen? Nö, bis jetzt noch keine. Ich habe nämlich die Vermutung, dass kurz vorm Blutmond keine Zombies unterwegs sind. Keine Ahnung. So, wo bist du denn hin? Boah, mal schauen. Bin ich weit. Ja gut, aber da, wo du hin bist, da ist ja so gut wie gar nichts, ne? Hä, hier lag ein Rucksack und das alles. Ja, und hier liegen Rucksäcke und so rum. Du hast die Natur verprügelt? Jasmin. Bäume sind Freunde. Doch, hier ist ein Zombie. Bäume sind Freunde, kein Futter. Oh, danke schön. Ja, aufmerksam von dir. Ich weiß, ich bin trotzdem zwei überladen, wa? Wieso, in der Hütte? Ja. Warte mal, ich muss hier mal ein bisschen Platz machen kurz. Ole. So. Noch ein Topf. Warst du auf dem Klo oder was? Ja, ich war kacken. Oh, hier, guck mal. Oh, ein Heizkörper. Ich bin 5 überladen. Warte mal bitte. Was hast du alles? Gar nichts. Holz? Ja, nimm mal hier. Ich hab... Da? Ja. Was noch? Eisen? Ja, hier. Ja. Was hast du noch? Cobblestone? Kiefern, was soll ich denn damit? Nee, das habe ich nur so rausgeschmissen. Ach so. Hast du Knochen? Nein. Okay. Ich habe Pflastersteine noch. Lehm? Nein. Kohle? Nein. Gib mir irgendwas, ich bin fast leer. Kochtopf, Angelblei, Schiene, Kleber. Da liegt noch was. Das sind die Kiepernsamen. Achso. Die will ich nicht haben, Jasmin. Ja, alles gut. Scheiß Natur, ich pflanze das eh nicht. Weg mit dem Dreck. Leerer alter Herd. Oh, Medizinschrank. Oh, schade. Nur Eisen. Oh. Ein Heizkörper, Jasmin. Da ist der Flansch nicht richtig dicht. Ich werde mal dicht ziehen, ja? Das macht denn 570 Euro, bitte. Frau Jasmin? Hm? Ich krieg Geld von Ihnen. 570 Euro. Ich habe den Flansch angezogen. Wenn du die Lampe machst, kriegst du auch noch einen Motor und so. Glaube ich, war das. Mechanische Teile, oder nicht? Ja, aber meine ich elektrische. Ja. Elektrische. Nö. Doch, ein elektrisches Teil und 5 Eisen habe ich rausgekriegt. Wir plündern die Bude. Hausflohmarkt. Kann die Lampe nicht abbauen. Aha. Happy brauche ich nicht. Ich habe noch 17 Nahrung jetzt gut, ne? Und meine Essensleiste ist voll. Kann das sein, dass du... Tresor. Hier ist ein Tresor. Warte, den mache ich gleich ab. Auf. Kann das sein, dass wenn du mehr isst, als was du Essensleiste hast, dass du das quasi auf Reserve, wie so ein Fettpolster anlegst? Weiß ich nicht. Es wirkt so langsam, wie es runtergeht, weißt du? Und meine Essensleiste bleibt voll.
Vielleicht habe ich ja ein Fettpolster. Jasmin, guck doch mal. Habe ich eine Molle? Guck doch mal. Hab ich eine Molle? Hm. Ich wusste es. Hehe, erst. Oh, darf ich das Buch lesen? Was ist das? Der große Kap Band 3. Zeitzünder. Keine Tresortür kann einen mit Zeitzündern bewaffneten Meisterdieb aufhalten. Lerne Zeitzünder zu fertigen. Das andere kannst du haben, wenn du willst. Nee, jetzt. Ich habe keinen Platz, nimm mal mit. Okay. Im Gepäck ist eine Cappy. Brauchst du eine Cappy? Nee, ich habe die extra drin gelassen. Ja, und nachher hast du Sonnenbrand und dann schimpfst du wieder mit mir, ne? Heißt wieder, warum hast du mir keine Cappy gegeben? Die Betten kannst du auch abbauen, ne? Es gibt Eisen, Sprungfedern und ein dickes Rohr. Hm. Mhm. Ja, ich glaube, die Bude haben wir geplündert. Ah, manchmal. Hier ist nur Eisen und Knochen drin. Soll ich mitnehmen? Wo bist du denn? Hier. Ja, Eisen. Geil, danke. Motoren hattest du jetzt auch, ja, ne? Ja, also diese mechanischen. Ja. Danke, danke, danke. Danke, Ma'am. Danke. Bitte. Das ist so nett von dir. Ich weiß. So, war jetzt hier noch. Du gehst da. Oh. Gut. Wieso habe ich das noch nie gesehen? Du hast so einiges manchmal noch nie gesehen. Was? Das halte ich aber für eine Wahrheit. Hm. Oh, 5 geschmiedete Stahl. Ja? Jo. Papier brauche ich nicht. Aus Papier können wir Schrotflinten-Munitionssperren herstellen. Ja, die haben wir aber mehr als genug gerade noch. Aber später vielleicht nicht. Na, Papier findest du doch überall. Können wir eine Papierkiste anlegen? Hier, Eisen und Blei. Bist du wieder drin? Ne? Nee, draußen. Ach, da. Hier, Eisen? Ja. Und Blei? Ja, immer her damit. Ja. Danke. Bitte. Wo wollen wir jetzt hin? Ja, da hinten wollte ich jetzt nochmal hin, genau. Ja, habe ich mein Moped eingesteckt? Ja. Guter Mann. Mein Auto. Ich habe es zuerst gesehen, Jasmin. Du kannst den Müll haben. Euch. Kleber. Blei. Oh, da war sie zu schnell. Oh, ein Revolver 6. Pistole 6. 2 Waffen waren da drin, ne? Nein, ein Brot und eine selbstgebaute Pistole Stufe 6. Ich habe gerade an so ein Kastenbrot gedacht. Komm mal kurz her. Bitte. Ja. Hier. Überall Vogelnester. Warte mal. Ja. Blei hattest du ja schon. Zement hier nochmal. Mhm. Wie viel Platz hast du jetzt noch? Genug. Bin voll. Ja? Hahaha. Das war's erstmal. Gut. Komm, Jasmin, ich kenne den Weg auch nicht. Also kurz vom Blutmond kannst du nochmal richtig in Ruhe looten gehen hier, ne? Ich hatte einen vollen drin. Ja, also nix los hier. Die Stadt ist ja wie ausgestorben. Also verstanden? Ausgestorben. Hey! Meins. So, hier kam man noch hoch, ne?
Da war doch noch was. Und was war da oben nochmal drinne? Ich glaube, eine Tasche oder so. Zwei Papier. Nee, Müll. Mit drei Lumpen. Oh, ja. Wir kriegen was. Wo denn? Außen. Blei. Ach, da drüben. Wir kriegen Besuch. Hier. Der geht ja nicht mal in unsere Richtung. Bauplan Jagdmesser. Habe ich schon. Warte mal, lass den mal leben. Ich möchte mal was ausprobieren. Hab ich möglicherweise. Auch mal eben. Oh, jetzt quakt die nächste. Hä, wieso das denn? Weil die gestreichelt werden will. Hm. So. Da bist du. Was, mit was wirfst du den da ab? Mit einem Stein, aber es bringt nichts. Er lässt sich nicht steinigen. Für Jesus! Hey! Ich wollte das machen. Oh ja, ich habe deine Basie noch gar nicht in Action gesehen. Nee, du hast gesagt, ich soll den kurz leben lassen, willst was ausprobieren. Ja, ich wollte mit dem Stein beschmeißen und mit meinem Knüppel hauen. Nee, das hast du nicht gesagt. Muss mal ein bisschen fair bleiben, ey. Ja, brauchst nicht so gucken. Komm mal her, ich will dir nochmal Blei geben. Musst du dich heilen? Ich habe hier Aloe Vera. Nein. Das habe ich. Ja. Das habe ich. Ja. Aloe Vera hast du jetzt auch. Dann hier. Erstmal. Der Penner, ey. Ja! Was kriegen wir, wenn wir das Schild abbauen? Irgendwie gar nichts. 14 Eisen. Wow. Und eine Menge XP. 42. Mhm. Na gut, der Honig hat es jetzt nicht rausgehauen hier. Nee, nicht. Oder links. Qualmt's. Ja. Nur zwei Schläge. Dann ist die alte platt, ey. Die alte Flunder. Da hinten ist die Kiste. Die musst du holen, ich hab ja nicht so viel Platz. Ich hab hier einen Bauarbeiter gehabt, der hat drei Schläge gebraucht. Ist halt ein echter Mann, ne? Wo bist du denn? Rechts von dir. Ah, da. Kannst du die Kiste einmal machen? Ja. Weil ich hab ja nicht so viel Platz. Ich auch nicht, wurde vollgestopft. Aber okay, ich nehme sie mit. Und sie sprintet von dannen. Ich muss die andere Katze rauslassen. Okay, ich guck noch mal rein. Naja. Ist jetzt nicht besonders toll. Boah, haben wir noch mehr irgendwie Katzen hier? Nee, ne? Wirst du gleich merken, wenn noch eine jault. So, hast du die Kiste schon gefunden? Ja, ich wollte dir das gleich geben. Ach, hast du schon eingesammelt? Ja, das ist nicht viel gewesen hier. Was ist denn das überhaupt? Hier. Hier. Kann ich schon und okay. Jasmin, für dich! Ja, ja. Jetzt Besuch! Jasmin ist nicht da. Ich hatte hier gerade einen erledigt. Der ist jetzt, der ist wieder gegangen. Ja, gegangen jetzt, ist er. Jetzt eine Katze hier oben. Ey, ich krieg ein zu viel. Was ist das denn da? Was ist denn das? Ach, eine Hase. Ja, komm mal her, Schätzelein. Kann ich das nicht viel besser abbauen hier?
reicht's mir aber. Oh, oh, oh Gott. Oh mein Gott. Oh, wow. Was denn du? Nix. Hier ist nichts passiert. Ich glaube, wir haben bei diesem Blutmond ein bisschen Problem mit Vögeln. Nee, habe ich nie. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich jetzt hier alleine schon über mir. Vielleicht sind es auch mehr als 5? Wo bist du denn? Oh. Beim Vogelschwarm. Ja, ja. Komm mal hierher. Ja. Die Geier kreisen über mir, Jasmin. Ich hast bin du denn schon... Oh, ja, ich sehe das. Hast du denn schon oben was gemacht jetzt eigentlich mit der... Nö. Komm mal her, du Arschkrampe. Ey, nee, so lass ich nicht mit mir reden. Ich gehe wieder weg. Ich meine hier, diese ganzen komischen Vögel meine ich hier. Wir bräuchten so einen Bunsenbrenner. Ein Flammenwerfer. Ja. Eine Deo-Flasche und ein Feuerzeug. Das wundert mich, dass die gar nicht angreifen. Die müssten uns doch schon gesehen haben. Komm mal her. Ja. Was denn? Ja. Ich will dir doch nur Sachen geben. Danke. Sehr aufmerksam. Alter, wo kommen die denn her, ey? Ich glaube, die kommen aus der Natur. Natur? Das ist der Grund, warum ich die ganzen Bäume wegklatsche, ne? Klatsche. Eine Zuhälterschelle an die Kiefer. Hier ist auch nochmal so ein Motor. So ein elektrisches Teil. Ich werf dir da mal was hin, ne? Gleich. Ja. So. Noch ein. Hab ich. Aber jetzt bin ich vollkommen überladen. Jetzt musst du mir schon sagen, was du mir gibst. Echt? Ja, ich bin voll. Ja, wieso verfolgen uns die Truthähne denn? Hast du gekackt? Nein, das war mein Messer. Dein Messer hat gekackt? Ah, hier, ich hab Eisen. Hä, hey, wo bist du denn? Ach, da. Ich werde jetzt einen großen Baum fällen. Ja! So, Jasmin. Hm. Die gehen mir hier ein bisschen dezent auf den Sack. Oh. Du nimmst die Armbrust? Ja, ich will mal damit schießen, aber das ist ja voll schwer. Ich muss sagen, ich finde den Bogen auch leichter in der Bedienung und irgendwie geiler. Ich kann mich ja auch täuschen, ne? Ne, da verschwende ich nur meine Pfeile. Da treffe ich doch nie. Können die mal stehen bleiben in der Luft? Ja, echt, ey. Die sind nicht so cool wie ein Kolibri. Ja! Ja, den wollte ich auch gerade nehmen. Achtung, es regnet Nuggets. Aber die sind schon abgelaufen, ne? Oh. Ich treffe den nicht. Doch schwer mit der Armbrust, finde ich. Ja, mit die Vögel, finde ich, sind auch mit dem Bogen sehr schwer. Wow, so ein Verzug hat der.
Achtung! Er ist fast auf dir raufgefallen. Mega geil. Daumenschießen. Mittelalter-Style. Mann. Vor allem manchmal, wenn du auf die schießt, drehen die einfach um. Penner, der hat das gewusst. Jetzt gehe ich weg. So, ich bin jetzt viel überladen. Ich habe noch mal Eisen. Hast du Gammelfleisch? Ja. Dann kannst du die Vögel noch... Aber ich bin überladen. Ja, aber du kannst die Vögel noch ausschlachten. Nee, ich will das ja wegschmeißen. Warum? Weil ich das nicht habe und das mir Platz wegnimmt. Hey, du hast doch Gammelfleisch. Eben gerade. Ich kann das... Ich mach das so, wie ich das möchte jetzt hier. Nein. Ja, sicher. Nein. Jasmin, bitte. Hier, Eisen, bitte. Ja, ich hätte meine Patronen so wegpacken. Was war das denn? Was denn? Hat so geschrien, so. Ich hab nichts gehabt, kein Sound. Nee. Nee. In der Tat nicht. In der nicht getat. So. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Hause und lade mich immer ab. Achso, du lässt mich jetzt zu Fuß hier zurück, ja? Hast du kein Fahrrad? Nee, ich habe kein Fahrrad. Warum nicht? Fahrrad ist was für Ökos und Loser. Na denn? Ich habe eine Mofa. Ha! Ich habe nicht mal einen Führerschein. Ich will erstmal die Sachen wegbringen einmal. Ja, ich auch. Boah, hast du das gesehen? Ja, hab ich. Ey, wieso bist du genauso schnell wie... Du bist schneller als ich mit der Mova. Willst du mich verarschen? Haha, ich habe aber das Ausdauerproblem. Was zum Geier? Na, können wir kein Moped fahren? Oh, oh, wow. Ich kann hier aber mega die coolen... Ja, guck mal hier, wie ich hier so ein Wheelie mache auf dem Vorderrad. Touris! Wo liegt denn das? Siehst du das? Nee. Hast du mal 180 gesehen? Nee. Oh, hast du richtig was verpasst. Boah, mir schlecht jetzt von den ganzen Süßigkeiten, ey. Da hinten fliegt's. Boah, voll weit weg. Guck mal, Jasmin, ein Komet! Wir werden aussterben wie die Dinosaurier. Wie das neue Lied von Apache. Apache? Oh, cooles Lied, ey. Ich wollte gerade zu meiner Wegmarkierung fahren. Das wäre ein bisschen falsch gewesen. Oh, oh, oh. Oh, oh, was? Mountain Rafting hier. Da ging's schnell runter. Runter kommen sie immer, Jasmin. Ja, okay, toll. Runter kommen sie immer. Oh. So, du musst hier hin, hier, wo die römische Fackel leuchtet. Jasmin. Oh, ich würde so gerne mal langsam da auf dieses Wasser gehen. Ja, aber da kommst du ja nicht rüber, außer mit Schwimmen. Zum so. Blei gleich 0. Jetzt habe ich natürlich mein Holz rausgepackt. Oh, genius. Geh da weg. Ich muss da mal ran. Ich muss da mal ran. So.
So, was können wir hier reinschmeißen? Messing. Messing ist immer gut. So. Und... Dose. Haben wir nochmal ein bisschen Blei. Hier ist alles frei. Dann kommt da ein bisschen Blei. Geht das eigentlich? Was kriegen wir denn dafür? Ob wir da viel Eisen rauskriegen aus dem Kochtopf? Weiß ich nicht. Was fragst du mich da? Sieht so aus, als ob wir da gar nichts rauskriegen. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof gelaufen, ne? Dann hätte ich den wirklich... Den hätten wir vielleicht verkaufen sollen. So. Spaß. Habe ich nicht gemacht. Achso, hier. Da können wir ja auch nächsten gleich. Achso, jetzt habe ich es verstanden, Patrick. Was denn? Mit deiner Anspielung. Nee, hast du nicht. Hab ich wohl. Nee, kannst du gar nicht verstehen haben. Ahnung. Ich habe Jetons zum Einschmelzen rübergeschoben. Hab dann in die Kamera geguckt und Spaß gesagt. Ich weiß, habe ich schon verstanden, deine Anspielung. Hast du nicht. Alter, bist du... Niemand glaubt das. So. Was ist denn überhaupt mein Bogen? Habe ich den wieder weggepackt? Ich glaube, ich tausche das auch einmal aus hier. Für drei Bogen. Drei Bogen? Wo haben wir denn Papier drinne? Ja, wo Papier ist. Ah, hier. So. Geht gar nicht. Was Schön. Denn? Nix. Nee, das geht auch nicht. Wo hast denn du Kohle für dich hingepackt? Oben rechts. Ja. Und jetzt gibt's hier deins und meins oder was? Nein, die andere Kohle habe ich wegen dem Auto beiseite geschafft erstmal. Ah, Mann, damit du nicht alles verfeuerst. Ja, wir brauchen auch Munition. Und wir brauchen auch ein Auto. Und Munition. Und ein Auto. Ja, und Munition jetzt für den Blutmond. Wir brauchen auch ein Auto nach dem Blutmond. Ach, halt ein Sappel. Was hast du? So, stecken der nicht rüber? Geht nur 14? Achso, oh, wow. Oh, wow. Er war ja sowas von intelligent. Nicht. So, meine Damen und Herren, das haben wir. Revolver, was brauche ich denn für einen Revolver? Für, 9 mm. Schlaganfall. Hast du gerade ins Mikro gefurzt? Naja, gemacht. Ja, da haben wir schon einen mit 6, aber ich habe meinen eigenen gefunden. Ja. So, ich gucke nochmal aufs Dach. Aber ich glaube, wir werden viele Vögel haben diesmal. Ich weiß nicht. Anbau. Weil so viele Geier, die wir da eben hatten. Ich weiß nicht. Ja, es ist 13 Uhr, ne? Das lohnt sich jetzt nicht mehr irgendwie groß hin, irgendwo hinzufahren, was abzubauen, oder? Wie viele Minuten haben wir denn überhaupt schon? 39. Oh, das könnte ja dann knapp werden. Also dann könnte es doch die übernächste Folge werden mit dem Blutmond. Ja. Kommt doch an, wie lange wir das hier in die Länge ziehen. Oh, habe ich noch gar nicht aufgewertet. Hm? Was? Nee, nix, schon gut. Okay. Ich rede mit mir selbst, wie nee, immer. Ich wollte auch nichts hören. So. Würde sich das lohnen, nochmal los, irgendwo was abbauen? XP sammeln? Uns fehlen.
96.000 EP bis zum nächsten Level. Ey, jetzt hast du deins da reingemacht und damit meins nicht weitergeht hier, oder was? Was denn? Na oben, die ganzen. Hm? Nix, schon gut. In die Öfen? Hm. Was habe ich da reingemacht, damit deins nicht weitergeht? Alles gut. Geh einfach Kacker machen. Jasmin, bitte. So, also jetzt bräuchten wir dann noch Schießpulver. Erstmal brauchen wir das, dass du dir den dann Mund mit Kernseife auswaschen gehst. Und dann können wir richtig loslegen mit Kernseife. Fast 1500 Hülsen. Ösen. Und auch 1600 Geschossspitze. Geschossspitzen. Jetzt brauchen wir nur noch 1000 noch was hier, wie heißt das? Schießpulver und dann könnten wir richtig Schießpulver. Munition machen hier. Munition. Mal, musst du mich ständig wiederholen? Wiederholen? Nee, ich muss so jetzt die Folge beenden, würde ich sagen. Ja. Und dann machen wir nochmal eine... Ja, hinten wollte ich nochmal. Und dann haben wir doch eigentlich schon den Blutmond erreicht, ne? Würde ich sagen. Alles klar, dann wird der Blutmond wohl doch nochmal... Leider erst übermorgen, aber dann kommt er definitiv. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Und wir wollen schlagen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.